Kennt ihr das? Man schläft, wacht auf und fühlt sich nicht so perfekt. Also, ich sag mal, fühlt sich ein bisschen, obwohl man genug Schlaf hatte, nicht schon ausgepennt, aber ein bisschen unwohl. Deswegen erstmal, um gesund zu bleiben, Vitamins rein. So, welche Uhr nehmen wir heute? Welche findet ihr am besten? 1, 2, 3 oder 4? Ich nehme 4. Uhr ist angezogen und wenn ihr auf der Suche nach Uhren seid, dann könnt ihr gerne bei Movement vorbeischauen. Die haben einfach eine riesige Auswahl. Die Qualität ist richtig geil, vor allem für den Preis. Ihr bezahlt da von $80 bis $150. Also sind die auch relativ preiswert für so geile Uhren. Sonnenbrillen sind da auch am Start. Wir freuen uns sogar so kleine Armbänder, sind auch richtig sick. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass ihr uns noch unterstützen könnt und selbst sparen könnt, wenn ihr den Code ENGELS15 benutzt. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr sowieso auf der Suche nach Uhren seid oder nach Sonnenbrillen. Da vielleicht vorbeischaut, wenn was dabei ist. Da kauft man unseren Code benutzt. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ich finde die Uhren auf jeden Fall mega geil, sehr bequem. Zieh die auch jeden Tag an. Und jetzt wird es Zeit zu essen. Ist schon ein richtig, richtig geiles Gefühl. Da zu essen, weil man gerade Bock drauf hat und nicht Angst haben zu müssen, dass man dann am Abend Hunger hat. Wir haben natürlich mehr Kalorien gerade offen, weil wir für den World Fitness Day ein bisschen unsere Glykogenspeicher füllen. Gestern haben wir schon ungefähr 430 Kohlenhydrate gegessen. Heute werden wir auch nochmal so 450 Kohlenhydrate essen. Und dann sieht man sich hoffentlich sehr vermehrt morgen und übermorgen auf dem World Fitness Day in Frankfurt. Wir haben auf jeden Fall mega... Dieses Video kommt schon raus, wenn der World Fitness Day war. Also wenn wir gerade da sind. Auf jeden Fall hoffen wir, sehr viele von euch zu treffen, weil wir bis jetzt nur richtig, richtig geile Personen getroffen haben aus dieser Community, wie wir es auch immer unter den Kommentaren sehen, wie korrekt ihr alle seid. Und deswegen würden wir am liebsten alle von euch treffen. Am liebsten wäre jeden Monat eine FIBO, eine Expo, ein World Fitness Day. Am besten in ganz Deutschland überall verteilt, damit man so viele wie möglich von euch sehen kann. Ist leider nicht so, aber ich hoffe, ihr kommt vermehrt und in viel Zeit morgen und übermorgen nach Frankfurt. Dann kann man ein bisschen quatschen und ja, sich austauschen. So sieht dann meine erste Mahlzeit aus. Wir haben hier eine Banane, einen Apfel, 50 Gramm Haferflocken, 300 Milliliter Milch, ein bisschen Honig und 25 Gramm Flakes. Hiernach gibt es noch ein bisschen Whey, damit wir auch mit Eiweiß versorgt sind. Und so kann man auch gut in den Tag starten, würde ich sagen. Jetzt kriegt ihr mein Gesicht auch mal zu sehen. Ich werde mir jetzt... Nein, bitte nicht wegschalten. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt auch Cereals geben. Willi hat ja schon gefrühstückt. Hast du das gezeigt, Willi? Na klar, hat er es gezeigt. Wir zeigen alles, was wir machen am Tag. Auf jeden Fall. Ja, fast alles. Ja, ein paar Sachen sind nicht für YouTube. Ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt Cereals. Und wenn ich mir sowas gebe wie Cereals, dann kommt er auch Whey dazu, damit ich meine 40 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit habe. Hier haben wir jetzt einen 25 Gramm Probebeutel im Geschmack. Welcher Geschmack ist das, Willi? Weißt du das? Vanilla. Ich mache mein Whey mal mit bisschen Milch. Und gerade habe ich ein Video von Casey geguckt. Jetzt werde ich mir ein Video von Christian dabei angucken. Und dann geht's auch gleich schon los. Wir haben gleich einen Termin bei der Sparkasse wegen unserem Geschäftskonto. Er hat einfach gesagt, 1,5 Stunden oder so, Willi, ne? Ja, 1,5 Stunden. Was will er mit uns machen? 1,5 Stunden sind eingetragen, aber mal gucken, wie lange das dauert. Wir hatten gerade auch schon ein Meeting. Also falls euch das interessiert, was wir so, ich sag mal, wie wir unser Geld verdienen, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben, dann können wir euch immer sagen, wann wir worüber geredet haben und so weiter und so fort. Also uns macht es auch natürlich Spaß, alles zu teilen und wir wollen auch alles teilen hier auf YouTube. Aber deswegen, wir wollen nichts mit euch teilen, was wir nicht sehen wollen. Genau, deswegen schreibt mal rein, ob ihr sowas sehen wollt, ob euch das überhaupt interessiert. Genau, Hashtag Business. Yeah. Hashtag Business, yeah. Ich esse jetzt erstmal meine Cereals, es ist jetzt gerade übrigens schon fast halb
und wir müssen gleich los, Philly. Ja, 10 Minuten. 10 Minuten, Bruder. Und du machst gerade das Video. Yes. Nice one. Danke, Bro. Ey, ich habe so Bock auf dieses neue Objektiv, ne? Das muss kommen, Willi. Das neue Objektiv muss kommen. Ich bin so hyped, Freunde, weil die Quali ist einfach um einiges besser, ne? Ich habe auch heute Morgen dreimal die Aufnahmen neu gestartet. Oh, ich hatte ja die Kameratasche, ne? Nein. So, hatte ich nicht mal dieses Objektiv. Ne? Ja, aber ich wollte eh mit dem Film, weil vor allem mit diesem Objektiv einfach nochmal geiler ist. Genau, weil die Dinger haben so eine Bezeichnung, beziehungsweise so die Werte. F1.8 zum Beispiel ist einfach, wie viel Licht reinkommt in die Kamera, und das beschreibt auch oft, wie gut die Quali ist. Diese hier hat 1.8 und die, mit der ich gerade filme, hat 4. Umso höher die Zahl, umso schlechter, kann man das sagen. Das liegt aber einfach nur daran, dass das jetzt hier eine Festbrennweite ist und das ein Zoom-Objektiv ist. Und deswegen ist da... Damit könnt ihr komplett gar nicht zoomen, aber hiermit könnt ihr einfach mal in Willis... Nasenhaare rein, so. Und Gespräche sind fertig, ich würde sagen. Bald, würde ich auch sagen, Freunde. Unser Ansprechpartner heute bei der Sparkasse war auf jeden Fall extrem korrekt. Ich habe selten so ein, ja, so nettes Personal erlebt, also sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und nochmal, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit Leuten redet, ihr direkt auf einer Wellenlänge seid und einfach nur gute Laune bekommt. Hi. Geil. Jetzt Gas drücken! Jetzt Vollgas! Genau, wenn man auf einer Wellenlänge ist und man direkt sich versteht, positive Vibes sind, war auf jeden Fall bei ihm so, cooler Typ. Ganz genau. Ich würde sagen, wir trainieren jetzt mal auf Beinchen. Würde ich auch. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal das Pre-Workout-Booster. Richtig, der ist noch kalt. Ich hab doch gesagt, der ist noch kalt. Ich habe den in den Kofferraum gemacht. Ich hab schon vergessen. Und da ist immer schön kalt bei uns im Kofferraum. Hier erstmal Platz machen. Willst du deine Sonnenbrille anziehen oder? Nee. Wir sind auch sehr schön, passt perfekt in die vorgesehene Halterung. Geil auch, ja. Ja, gerade. Brö. Danke, Brö. Gönn dir. Immer noch mein Lieblingsmonster. Ja, ne, der ist der Beste einfach. Und wir haben noch nicht ausgetrunken, deswegen wird jetzt erstmal schön Musik gepumpt. Das gute Mönsterchen genussvoll ausgetrunken, weil das ist eine Verschwendung, wenn man den einfach schnell reinsinkt. Ich liebe die Teile. Schön langsam rein. Und dann ins Training. Wir haben uns jetzt umgezogen und davor noch ein bisschen im Auto gechillt, habt ihr gesehen. Und ich habe echt lange nicht mehr vom Training Monster getrunken. Knallt schon ganz gut, ne, Willi? Ja, also. Knallt richtig geil. Und ich habe mich heute Morgen ein bisschen komisch gefühlt. Das ist weg, das ist gut. Ehrlich? Weil, ja, mit einer positiven Einstellung kann man alles überwinden. Würde ich sagen, ich werde nicht krank oder die Kopfschmerzen gehen weg, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so einfach wegbekommen, wie wenn ich sage, ich bleibe gesund, weil unser Kopf dieses gesund hört und aufnimmt, nicht dieses, ich werde nicht krank, dann filtert er dieses genau. Krank raus und dann ist es immer schwieriger. Also immer genau. Sagen, ich bleibe gesund. Also ich sag jetzt mal eine Sache, denkt nicht an ein Pferd. Was macht euer Kopf? Er denkt an ein Pferd. Deswegen zieht das gar nicht in Erwägung, redet gar nicht darüber, sondern redet genau über das Gegenteil, was ihr haben wollt und nicht über das, was ihr nicht haben wollt. Auch so allgemein im Leben. Redet nicht über die Sachen, die ihr nicht haben wollt, sondern redet mehr über die Sachen, die ihr haben wollt, und dann zieht ihr das Ganze auch an. Und wir trainieren jetzt erstmal die Beinchen. Ich kann dir nicht leiden. Ja, dann habe ich nicht vor. Thank you.
Ich bin jetzt wieder zu Hause und es gibt erstmal das Post-Workout-Meal. Ich liebe dieses Gericht einfach. Prof von meiner Mama. Ich zeige euch das gleich nochmal genau. Ich werde es erstmal anbraten, ein bisschen schön warm machen, ein bisschen knusprig machen. Und ich habe das so vermisst, das zu essen in der Diät. Das war einfach nur krank, als mein Mann das gemacht hat und ich das nicht essen konnte. War sehr traurig, aber kein Problem. Man zieht die Diät durch und jetzt ist es einfach umso geiler, das zu essen. Ich mache mir, glaube ich, so, ja, mal schauen, wie viel da jetzt rauskommt. Menge, 480 Gramm und das Fleisch nehme ich gleich noch mal raus und wiege das separat, dann weiß ich genau, wie viel Reis ich habe und wie viel Fleisch ich habe. Ich liebe es einfach, wenn man solche Meals in der Pfanne wieder warm macht, wenn man die schon mal, also wenn die schon mal, wenn die fertig sind, sage ich mal, und dann sind die so ein bisschen knusprig. Wenn man den Reis so lange liegen lässt, dass er schon knusprig wird. Wie seid ihr drauf? Habt ihr eine Mikrowelle zu Hause? Benutzt ihr die oft oder macht ihr Essen immer in der Pfanne warm oder im Ofen? Weil klar, ich finde, Mikrowellen sind extremst praktisch. Also wenn es schnell gehen muss und man eine Mikrowelle hat, hat man eigentlich einen Jackpot. Aber wie seid ihr drauf? Benutzt ihr die gar nicht? Habt ihr eine? Oder habt ihr da bis jetzt noch gar keine Gedanken drüber verloren? Auf jeden Fall wird es jetzt erstmal hier dieses Meal geben. Schön dickes Reismehl, Brof von meiner Mom. Dazu ein alkoholfreies Bier und ein Video von Christian Guzman. Was ich auch in letzter Zeit sehr gerne mache nach dem Essen, erstmal einen Kaffee, aber nicht so stark, eher für den Genuss und dafür, dass ich gleich beim Schneiden ein bisschen Energie habe, mit Milchschaum. Und dazu gibt es, dazu gibt es ein Protein-Cookie, feier ich. Schön Kaffee bzw. Cappuccino mit einem Cookie, was gibt's Besseres. Freunde, ihr seht, ist es jetzt schon um einiges später, draußen ist es schon dunkel und ja, ich will das Video an dieser Stelle beenden. Es ist schon ein bisschen spät und morgen geht's zum World Fitness Day. Ich weiß noch nicht, wann wir losfahren, aber ich denke relativ früh. Deswegen will ich jetzt noch meine Kalorien reinhauen. Ich werde mir jetzt noch Pancakes machen und dann geht's auch schon pennen. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video gefallen, Freunde. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Ein Kommentar, wie ihr das Video fandet. Extrem nett von euch, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ich hoffe echt extrem, dass Vinny und ich ein paar von euch treffen kommen. Das wäre echt geil, wenn ihr auf dem World Fitness Day wart. Sonst, nächstes Event FIBO. Und da sehen wir uns dann spätestens, Freunde.